Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zum 300 Abonnenten-Special. Wir haben es wirklich geschafft, wir sind 300 Pokéfans jetzt auf diesem Kanal, in dieser Community, und dafür muss ich euch einfach Danke sagen. Es ist absolut geil, dass wir jetzt noch mehr Leute geworden sind, und ich hoffe, wir werden immer noch mehr und ihr verbreitet es so ein bisschen an die ganzen Freunde und Kollegen, die ihr habt, die auch das Pokémon-Kartenspiel spielen. Ich habe also heute als kleines Dankeschön etwas für euch vorbereitet, eine kleine Spezialfolge. Und um was wird's gehen? Wir schauen uns das direkt an, aber ich brauche kurze Unterstützung von meinem Kumpel Son Goku. Okay, cool, da ist es schon. Danke, Bro. Da ist es. Wir haben hier die Mewtwo vs. Darkrai Battle Arena Decks, die ich heute für euch aufmachen möchte. Und auch an dieser Stelle danke an Lottie Cards, dass du mir dieses Pack geschickt hast für dieses spezielle Opening auch noch. Sehr, sehr geil. Freunde, wir schauen uns heute dieses Opening an, diese Box, diese Decks, und das wird richtig geil mit zwei extrem coolen Pokémon. Wir haben Mewtwo EX, auch aus dem Originalset hier, aus Kommende Schicksale, und wir haben Darkrai EX aus Erforscher der Finsternis, und das wird geil, Freunde. Was hier alles drin ist, werden wir gleich sehen. Jetzt schauen wir uns erstmal dieses epische Pack an. So, dann haben wir einmal das Pack rundum gesehen. Es schaut sehr, sehr geil aus und ich bin mega auf den Inhalt gespannt. Wir lesen noch zusammen den Text auf der Rückseite. Two mighty Pokémon battle for victory. Mewtwo and Darkrai go head to head in the new Pokémon TCG Battle Arena decks. These two 60-card decks are ready to play right away, with powerful cards and winning strategies worthy of an ace trainer. Each deck is led by an exceptional Pokémon EX and includes 10 Foil Cards. Let the battle begin! Und das wird richtig episch, Freunde. Wenn wir sehen, was hier alles drin ist, wir haben hier schöne Foil-Karten von Mewtwo und Darkrai drin. Wir haben zu jedem Deck 8 Basis-Energiekarten, die auch Holo sind, also einmal Finsternis und einmal Psycho. Sehr, sehr gute Trainerkarten, auf die ich schon gespannt bin. Wir haben hier 2 Metallic Coins und Damage Counter, die man auf die Pokémon im Kampf eben legen kann. Wir haben 2 Spielunterlagen und ein Regelbuch, gefolgt von einer Codekarte für diese Online-Decks im Online-Spiel, 2 Deckboxen und eine Schnellanleitung oder eine Kurzanleitung, die euch die Strategie hinter den Decks verraten soll. Also Freunde, das wird mega cool. Ich freue mich schon richtig auf diese Decks. Dann haben wir hier die beiden Decks, die Battle Arena Decks, die ready to play sind. Heißt, ihr packt die Decks aus, am besten in Folien einhüllen, das wäre ganz gut. Und dann könnt ihr direkt mit euren Freunden spielen. Das heißt, das ist eine coole Möglichkeit für Leute, die jetzt neu einsteigen, auch Karten aus dem Expanded-Format mitzunehmen. Hier sind gute Supporter und Itemkarten drin. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr Bock habt, mit euren Freunden anzufangen, dann holt euch zum Beispiel dieses Deck. Dann habt ihr schon 2 sehr, sehr coole und sehr, sehr starke Pokémon. Und dann schauen wir uns an, was hier noch drin ist. Wir haben ja schon den Online-Code, den behalte ich erstmal. Dann haben wir hier die Anleitung, die für euch sehr nützlich sein könnte, wenn ihr das Kartenspiel noch nicht erlernt habt, mit allen möglichen Infos. Ist zwar auf Englisch, aber ihr könnt euch da sicherlich von euren Eltern, von euren Geschwistern oder Freunden helfen lassen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne Fragen dazu stellen. Also eine Anleitung ist auch mit enthalten, was sehr, sehr gut ist. Weiter geht es mit der Strategieanleitung für beide Decks. Was versucht welches Deck wie in diesem Spiel zu schaffen? Welche Pokémon werden hier gespielt unter anderem? Eine Erklärung zum Mewtwo-Deck, eine Erklärung zum Darkrai-Deck. Sehr gut auch dafür, dass man direkt weiß, wie man dieses Deck ungefähr spielen sollte. Wir haben hier noch die Schadensmarken für 2 bis 3 Spieler, also einfach zum Aufteilen. Mit dem Vergiftungscoin, mit dem Verbrennungscoin, den Schadensmarken, die man sehr gut zum Spielen benutzen kann. Eigentlich benutzt man eher Würfel, um da die Schaden zu kennzeichnen, aber trotzdem ist das eine Möglichkeit. Und wir haben hier 2 Coins, jawohl, ich glaube die gehören so rum. Wir haben 2x Zoroark und die schauen richtig geil aus. 2 verschiedene Farben für jedes Deck, eine Version. Und jetzt
schauen wir uns die Decks an. Also, lasst uns einen kurzen Wechsel machen. Wir starten mit Mewtwo EX. So, back in action. Jetzt schauen wir uns das erste Battle Arena Deck an mit der Mewtwo Box. Was da so alles drin ist, wir wissen ja schon, dass wir ein Mewtwo EX hier drin haben. Aber was ist noch alles drin? Ich bin schon gespannt. Seid ihr es auch? Jetzt wird's geil. Also, wir starten und es geht schon mal richtig, richtig schön los. Wenn wir hier sehen, dass wir die Psycho-Holo-Energiekarten direkt am Anfang haben. Schauen wir mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gefolgt von der zweiten Version eines Mewtwo EX aus Next Destinies. Also wahnsinnig geil. Schon mal unser Main-Pokémon zweimal vertreten. 8 Energiekarten als Holo. Sehr, sehr schön. Weiter geht es. Was haben wir hier alles drin? Wir haben nicht nur eine, sondern sogar zweimal die Doppelfarblos. Weitere Energiekarten, die man immer sehr gut gebrauchen kann. Heißt, insgesamt haben wir jetzt 12, 13 Psycho-Energiekarten. Und was jetzt direkt auffällt für die Spieler, die die Karte kennen, der Kampffahnder, der Versus Seeker. Eine sehr, sehr gut spielbare Karte, die man heutzutage in jedem Deck viermal spielt. Hier ist sie auch einmal drin. Wir haben Shauna zweimal hier vertreten als Draw Engine. Dem Professor's Letter gefolgt von zweimal Professor Sycamore. Trank zum Heilen. Pokémon Fanclub für mehr Pokémon im Spiel. Pokémon Communicator oder Communication zweimal. Und wir haben sogar einmal N. N ist eine der besten Supporterkarten, die wir früher im Format hatten, also im Expanded jetzt. Und es ist schön, dass auch davon eine Version dabei ist, denn die ist sehr, sehr gut. Wir haben den Gebirgsring zweimal vertreten. Wir haben sogar den Top-Trank, die Max-Potion, um unser Pokémon komplett heilen zu können. Gefolgt von einem Level-Ball. Wir haben zweimal den Hard-Charm, um unsere Pokémon im Kampf schützen zu können. Wir haben die Evo-Soda. Das Fluchtseil ist sogar dabei. Jawohl, viele, viele verschiedene Karten. Rückentwicklungsspray, Caitlyn. Wir haben das Fahrrad, den Kampfreporter, AZ. Und jetzt kommen die Pokémon. Was haben wir alles an spielbaren Pokémon dabei? Wir haben Bufaland, jawohl, mit der Racheattacke. Wenn letzte Runde ein Pokémon von uns besiegt wurde, dann macht dieser Angriff sogar 70 Schaden mehr. Hier auch noch das zweite Bufaland, das gegen EX-Pokémon 120 Schaden macht und 20 Schaden weniger kassiert. Wir haben Spoink dreimal vertreten, um das Grumpig zu spielen. Okay, nicht schlecht. Wenn wir dieselbe Anzahl an Karten wie unser Gegner haben auf der Hand, dann machen wir hier 120 Schaden. Heißt, wir spielen hier zweimal Grumpig. Dann das Free Flight Zubat. Das mit kostenlosen, also ohne Rückzugskosten, wenn es keine Energieanliegen hat. Das haben wir 1, 2, 3 mal vertreten. Weiter geht es mit Golbat. Auch einer sehr, sehr guten Karte aus dem Phantomkräfte-Set. Haben wir 1, zweimal dabei und sogar das X-Bad ist dabei. Heißt, wir haben die Entwicklung komplett und haben sogar das zweimal vertreten. Also sehr, sehr gute Karten, die heute in den besten Decks auch noch gespielt werden mit zum Beispiel Mega Voltenso oder Voltenso alleine. Sehr gute Karte. Also allein dafür lohnt sich das schon. Wir haben Rosana zweimal vertreten, dürfen einmal pro Runde, wenn dieses Pokémon auf der Bank ist, 10 Schaden von unserem aktiven Pokémon heilen. Also sehr, sehr cooles Deck, muss ich schon sagen. Wir haben tolle Supporter, wir haben tolle Energiekarten, wir haben Items und Pokémon, die sich auf jeden Fall lohnen. Allein schon die ganze X-Bud-Entwicklungsline. Wir haben Professor Professor Sycamore, Professor Platan eben. Wir haben Sana dabei, wir haben N. Also viele, viele gute spielbare Karten, um auch heute diese in den Decks benutzen zu können. Das ist sehr, sehr cool. Die Energiekarten schauen fantastisch aus und auch zweimal die Doppelfarblos-Energie, die fast in jedem Deck gespielt werden kann. Und ja, Holo-Energiekarten. Freunde, es gibt nichts Schöneres als Holo-Energiekarten, kann ich euch sagen. Und die schauen auch sehr, sehr toll aus. Hier nochmal alle 8 Stück. Okay, Freunde, schon mal so viel zum Thema Mewtwo EX und dem Battle Arena Deck, das sich um ihn dreht. Es sind sehr gute Karten mit drin, da kann man nichts sagen, aber jetzt bin ich gespannt, was Darkrai noch für uns bereithält, denn er hat auch ein Arena-Deck hier, das wir jetzt als nächstes aufmachen wollen. Heißt, Mewtwo, du kannst auf Seite gehen, es wird Zeit für Darkrai. Und somit erhebt sich
Der dunkle Ritter, Darkrai. So wie ich ihn gerne nenne, er ist einfach einer meiner Lieblingscharaktere, eines meiner Lieblings-Pokémon aus dem Set Dark Explorers, also aus dem Originalset. Wahnsinnig geil. Und jetzt möchte ich nicht lange rumfackeln und schauen, was er in dieser geilen Battle Arena Deckbox für uns bereithält. Was beinhaltet nämlich sein Deck? Also, wir starten mit dem zweiten Part und sehen natürlich wieder als erstes die schönen Finsternis-Energiekarten als Holo. Und hier sollten dann auch 8 Stück vertreten sein. Wir haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die zweite Version, auch natürlich eine Holo-Karte von unserem Main-Attacker hier, Darkrai EX. Geil, und jetzt geht's los. Was ist hier alles mit vertreten? Wir haben die Regenbogenenergie einmal und zweimal, gefolgt von weiteren Basis-Energiekarten, die wieder mal sehr gut für den Deckbau sind. 5 Stück. Und jetzt kommen die ganzen spielbaren Supporter, Item-Karten, Pokémon. Schauen wir mal, was drin ist. Wir haben Xeros. Wir haben den Ultraball zweimal vertreten. Tierno, Geraldine. Wir haben sogar die Himmelspfeilbrücke sehr, sehr gut zweimal vertreten. Roller Skates, um ein paar mehr Karten spielen und ziehen zu können. Den Zufallsempfänger, Random Receiver, auch eine alte Karte. Wir haben den Professor's Letter, auch hier zweimal. Professor Sycamore heißt, alleine wenn man die beiden einzelnen Decks zusammenschmeißt, hat man teilweise hier Spielsets komplett, die man benutzen kann. Wir haben zweimal den Pokémon Catcher aus dem Trainer-Kit. Wir haben zweimal die Plus-Power, um zusätzlichen Schaden machen zu können. Hier auch noch einmal N vertreten, sehr, sehr geil. Also zwei in diesem ganzen Arena-Set. Zweimal das Muskelband, eine sehr gute Unterstützerkarte, die uns mehr Schaden machen lässt. Wir haben Flordelis, wieder einen Levelball, eine Evosoda. Wir haben Energietausch und eine Karte. Oh, da werden sich viele drum reißen. Es gibt hier zweimal den Dark Patch, das Finsterpflaster. Diese Karte ist wahnsinnig toll. Wir dürfen eine Basis-Finsternis-Energiekarte vom Ablagestapel auf eines unserer Finsternis-Bank-Pokémon anlegen. Heutzutage gibt es den Mega-Turbo. Da dürfen wir eine Basis-Energiekarte vom Ablagestapel auf eines unserer Mega-Pokémon anlegen. Und hier wisst ihr, woher diese Idee kommt. Und zwar vom Finsterpflaster. Sie ist zweimal vertreten, genauso wie einmal, zweimal sogar Bianca. Nicht schlecht. Wir haben Inkay, um dann unser Malamar spielen zu können. Wir haben Pancham. Jetzt wird es auch noch das Pangoro geben, zweimal. Jawohl, also auch Finsternis-Pokémon. Und Zoroark. 1, 2, 3 und wir haben hier 1, 2, 3 Zoroarks und das Brutal Bash habe ich auch früher sehr gerne gespielt. Das sagt nämlich, es macht 20 Schaden mal der Anzahl an Finsternis-Pokémon im Spiel. Also was wir im Spiel haben, das aktive plus alle Bank-Pokémon. Dark Rush ist auch sehr, sehr nice und hier Foul Play. Kennen wir schon aus dem heutigen Set von dem Zoroark Break und da kommt es ursprünglich her. Wahnsinnig cool. Und wir haben hier auch zweimal Sableye. Auch eine Karte, die man immer wieder gerne sieht, wenn man an Garbodor denkt im Expanded-Format. Dann ist das eine sehr, sehr starke Karte. Okay, also auch hier in diesem Battle Arena Deck sind wahnsinnig tolle Karten mit dabei. Viele gute Supporter, viele gute Item-Karten und natürlich die wunderschönen Holo-Energie-Karten. Die schauen einfach sehr, sehr edel aus. Also wenn ihr euch dieses Deck holt, dann habt ihr schöne Sachen, die ihr zum Spielen benutzen könnt. Das ist also auch ein Deck, das ready to play ist. Das heißt, ihr nehmt es in die Hand, ihr tütet es am besten ein, damit die Karten nicht kaputt gehen. Und dann könnt ihr direkt mit euren Freunden spielen. Jeder nimmt halt eins. Mewtwo gegen Darkrai, das dürft ihr entscheiden. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr gute Empfehlung. Wenn ihr neu einsteigt, habt ihr hier vieles dabei. Also einmal Darkrai und wir haben hier einmal das Mewtwo Battle Arena Deck. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden, welches mir besser gefallen sollte oder würde. Unabhängig davon, dass Darkrai mein Lieblings-Pokémon ist, weil die Inhalte sind wirklich beide sehr, sehr gut. Das heißt, ihr habt, wenn ihr euch diese Box holt, zwei spielbare Decks.
und könnt daraus eins entweder zusammenbauen oder die so lassen und gegen Freunde spielen. So, wir sind aber noch nicht fertig, denn es gibt ja wie bei jedem Special, was ich bis jetzt gemacht habe, noch eine kleine Verlosung. Und da möchte ich natürlich auch an euch appellieren, dass ihr da mitmacht. Denn es ist ja für euch gedacht. Und zwar ist das ganz einfach. Ich verlose 2 XL-Karten von Mewtwo EX. Und zwar genau die Karte, die wir hier in diesem Deck schon gesehen haben. Eigentlich recht simpel. Aber was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst ein Abonnent sein, das ist klar. Ich möchte unter uns, unter den Poke-Fans, das hier verteilen als Dankeschön, dass ihr immer bei mir seid oder wenn ich Videos poste, dass ihr am Start seid, dass ihr die Videos anschaut und dafür ist es gedacht. Also, ihr müsst ein Abonnent sein, ihr müsst eure Abonnenten öffentlich verwalten. Heißt, ich muss wissen und sehen können, dass ihr ein Abonnent seid, wie das funktioniert. Könnt ihr euch hier in dem Video anschauen vom letzten Special. Einfach mal reinklicken, da werde ich es auch kurz erklären. Und ansonsten, was ganz wichtig ist, ihr schreibt mir einen Kommentar unter das Video mit dem Beginn Hashtag 300 Abo Special und beantwortet mir die Frage, welches Pokémon ist cooler? Ist es Mewtwo oder ist es Darkrai? Und schreibt dazu warum. Mich würde es interessieren, welches Pokémon euch besser gefällt. Ich habe meinen Favoriten, aber ihr solltet mir sagen, warum das ein oder andere euer Favorit ist. Okay, und ansonsten, was natürlich auch wichtig für euch ist, je mehr Likes dieses Video bekommt, desto höher werden die Zusatzgewinne für diese beiden Kandidaten. Es wird 2 Gewinner geben. Vorerst geht es nur um diese Mewtwo EX-Karten, die schon sehr cool sind. Aber wenn wir viele Likes bekommen, und ich meine mit 20, 50, 100, dass wir so eine Staffelung haben, je mehr Likes dieses Video bekommt, desto mehr Extras gibt es. Und es kann sein, dass es noch weitere Spielkarten dazu gibt. Vielleicht gibt es ja ein Mewtwo EX und ein Darkrai EX zum Spielen, also keine XL-Version. Vielleicht gibt es auch Booster aus dem neuen Set dazu, vielleicht gibt es Online-Codes. Das möchte ich noch offen lassen, aber je mehr Likes dieses Video bekommt, desto mehr Preise gibt es natürlich für euch. Und deswegen motiviere ich euch da gerne. Lasst einfach eurer Kreativität freien Lauf. Schreibt mir was in die Kommentare. Like das Video, teilt es auf Facebook, teilt es mit euren Freunden über WhatsApp, wie ihr mit euren Freunden kommuniziert und versucht, dass wir noch mehr Leute hier werden, dass wir mehr Likes generieren und dadurch ihr die Chance habt, noch mehr Preise zu gewinnen. Okay, ansonsten, wann endet diese Verlosung? Es geht bis diesen Sonntag. Bis abends, würde ich jetzt mal sagen, bis abends um 8. Bis dahin ist der Cut. Dann werde ich die beiden Gewinner ermitteln. Und die Auflösung dieses Specials wird dann am Montag direkt sein. Ich könnte es natürlich jetzt einen Monat laufen lassen, aber ich möchte, dass ihr euch direkt in das Video stürzt, direkt eure Freunde mobilisiert und schaut, dass ihr die meisten Sachen rauskriegt. Und dann am Montag wisst ihr, wer die beiden glücklichen Gewinner sind und was sie bekommen. Okay, Freunde, das war's dann also vom 300 Abonnenten-Special. Ich danke euch nochmal recht herzlich für eure Treue, für euer Engagement. Würde mich natürlich freuen, wenn es weiter so bleibt, dass ihr immer aktiver werdet und immer mehr in die Kommentare schreibt. Ihr schreibt mir hauptsächlich über Facebook private Nachrichten, wenn ihr Fragen habt. Aber hier wäre es auch cool. Dann könnt ihr euch auch untereinander austauschen. Wir sind jetzt 301 oder 302 mittlerweile. Poke-Fans, und ihr könnt euch da auch gegenseitig helfen und über Tauschangebote reden oder einfach direkt über Facebook schreiben. Freunde, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und die Frage ist, wann knacken wir die nächsten 100 und was gibt es dann? Ich verspreche euch, jede 100er Marke wird es ein Abonnenten-Special geben. Und dann, je mehr wir haben, desto größer werden die Preise. Das heißt für euch wieder ein Ansporn, immer am Ball zu bleiben, immer fleißig zu kommentieren und zu gucken, was passiert bei Pokémaxi TCG. Ich würde mich freuen, wenn wir uns also im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen und danke nochmal, Freunde. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Vitalis und hier unserem... Who's that Pokémon? Delphox. Also...